Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Die Season 6 ist jetzt seit Mittwoch offiziell am Start. Es gab einige Waffen-Patches, zwei neue DLC-Waffen, einige General-Patches, die Waffen verbessert oder verschlechtert haben. Deswegen gibt es im heutigen Video nochmal die besten Klassen und Waffen, die man spielen kann nach dem Season 6-Update. Bevor wir direkt loslegen, wenn du nichts mehr verpassen willst über Warzone und natürlich auch die neuesten Updates und besten Klassen und Waffen, lass gerne ein kostenloses Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Lass einen Daumen nach oben da und checkt auch gerne mal meinen Twitch-Kanal ab, denn da sind wir aktuell täglich live. Lass da gerne einen Follow da und jetzt würde ich sagen, starten wir rein mit den besten Loadouts. Let's go. Wir starten direkt rein mit einer Waffenkombination aus der MCW mit dem Umbaukit auf Close Range, die generell, ich glaube, jetzt mittlerweile zum 7. Mal verbessert worden ist. Die MCW ist, glaube ich, mit die meistgepatchte verbesserte Waffe in Warzone 3 aktuell und die K98, die nach wie vor immer gut ist. Hier würde ich das Ganze empfehlen mit dem Jack Slash Unterlauf. Der sorgt dafür, dass hier Sprintgeschwindigkeit deutlich boostet plus gleichzeitig noch Rückschusskontrolle, was für Close Range Waffen natürlich auch sehr wichtig sein kann. Mündung muss ich sagen, bei der Klasse habe ich nie wirklich gespielt. So hat mir die Klasse einfach besser gefallen. Deswegen ist das so der Way to go in meinen Augen. Dazu das 40-Schuss-Magazin sollte man auf jeden Fall spielen. Beim Visier ein cleanes Rotpunkt-Visier. In dem Fall habe ich das Quarters Classics Reflex-Visier gespielt. Ist das klassische, klassische Rotpunkt-Visier aus den alten Call of Duty-Teilen teilweise. Dann der Rapid Strike Griff, nochmal ein bisschen für ZV-Geschwindigkeit. Und ganz wichtig, das Chuck Rabo-Umbau-Kit. Sorgt dafür, dass die Waffe vom Sturmgewehr zu einer SMG wird und nicht ohne Grund, wie gesagt, ist das immer noch eine der besten Close-Range-Waffen tatsächlich, auch perfekt für den Sniper-Support geeignet, denn MCW mit Umbaukit immer noch ein komplettes Monster. Auch nach dem Update muss man auf jeden Fall sagen, das Ganze in Kombination mit der K98, muss ich auch, denke ich auch nicht so viel zu sagen, ist jetzt auch nicht großartig geändert worden, ist nach wie vor immer noch eine Top-Sniper, muss man sagen, K98 sowieso. Hier natürlich mit dem Sonic-Schalldämpfer für die verbesserte Bullet-Velocity-Reichweite, langer Präzisionslauf, auch wieder für die Reichweite, Hochgeschwindigkeitsmunition, auch für die Reichweite. SPX-80 Visier ist für mich das cleanste bei der K98 persönlich, muss ich sagen, spielt sich einfach am besten. Und der Repeller Taktikschaft. Das, wie gesagt, ist die K98. Dann als nächstes eine Waffenkombination aus der Holger 556 und der Sipari 46. Auch nach wie vor muss man sagen, Sipari ist immer noch eine Top-SMG. Ist eher so eine Midrange-Waffe, auf Longrange wird es vielleicht so ein bisschen mit dem Recoil schwierig. Trotzdem kann man, glaube ich, sagen, dass diese Waffe auf jeden Fall sehr solide ist. Deswegen testet es gerne mal aus mit der Quartiersmeistermündung, ist bei den meisten Waffen hier Meta. Dazu der Chiroslauf für die beste Reichweite und Bullet Velocity. Chuck Lessos ist hier auch ganz clean. Ist das Visier, was man eigentlich bei den meisten Waffen mittlerweile auf Longrange spielt. Dazu würde ich entweder den RB-Schaft spielen oder den Ascent Lordschaft. Eins von beiden würde ich hier empfehlen, denn rückschussmäßig solltet ihr auf jeden Fall schon so ein bisschen was dagegen haben. Und das 40-Schuss-Magazin. Sipari 46, auch nach diesen etlichen Updates, ist dieses Teil immer noch wirklich gut. Hier auch wieder mit der Quartiersmeistermündung, da ist natürlich auch, auch hier das Beste ist, kurzer Bordungslauf oder Sulolauf. Ich würde aber den Bordungslauf empfehlen, da der Movement-Geschwindigkeit natürlich noch ein bisschen verbessert. Mit dem Seil umwickelter Untergriff würde ich auch empfehlen für Movement plus etwas Rückschusskontrolle, 40-Schuss-Magazin und der Rescue-Leinschaft. Für Sprintgeschwindigkeit und ich glaube auch Taktik-Sprintgeschwindigkeit. Das, wie gesagt, Sipari 46 ist nichts Neues. Dann eine Waffenkombination aus der Ram 9, die sehr underrated ist, aber auch gut sein kann. Und der in Anführungszeichen alten Meta-Waffe, der SCG 44. Hier natürlich Ram 9, wie gesagt, ist ein bisschen underrated. Aber durch dieses Movement, durch diese Sprintgeschwindigkeit, kann diese Waffe auf jeden Fall auch sehr stark sein. Deswegen sollte man sie auf jeden Fall nicht unterschätzen. War ja nie wirklich Top-Meta, aber kann man sehr, sehr gut spielen. Hier natürlich wieder Quartiersmeistermündung ist, wie gesagt, fast bei allen Waffen das, was man spielen sollte. Dann der leichte Amestischlauf, der nochmal ein bisschen ZV-Geschwindigkeit, Sprinttempo und Bewegungstempo verbessert. F-Tech, MSP 98, Handstopp und nochmal ein bisschen für Rückschuss und Bewegungstempo. 50-Schuss-Magazin sollte man auch dabei haben. Und der Ultraleichtschaft, Polsterschaft. Bodenloser Name, aber das ist auch nochmal für Sprintgeschwindigkeit gut. Und das ist eine Klasse, wenn ihr ein bisschen was anderes spielen wollt als die klassischen Meta-Waffen, solltet ihr diese Waffe auf jeden Fall mal testen. Ist ein bisschen was anderes, sieht auch sehr, sehr clean aus, muss ich sagen. Gibt so ein bisschen aggressive Ram 7 Vibes, deswegen testet es gerne aus. Dann natürlich SDG 44, die Waffe wurde jetzt, wie gesagt, gepatcht. Aber ich glaube speziell dadurch, dass die Waffe halt immer noch wenig Rückschuss hat, ist sie speziell auf Rebirth Island immer noch mit einer der Waffen, die wir gleich noch sehen werden, das beste Long Range Loadout, was man aktuell spielen kann, deswegen immer noch eine der Top-Meta-Waffen. Wieder Quartiersmeistermündung ist nichts Neues. Langer Heinricher Lauf, auch wieder wie vor dem Update für Bullet Velocity und Reichweite. Chuck, Lesslos Visier, bestes Visier in meinen Augen. Dann der Kombo schafft natürlich nochmal ein bisschen für Rückschusskontrolle und das 50-Schuss-Magazin.
dass die SCG-44 ist jetzt ja, nach wie vor eine Top-Meta-Waffe, würde ich auf jeden Fall sagen. Auch wenn man deutlich merkt, dass die Waffe genervt wurde, ist sie immer noch sehr stark. Deswegen könnt ihr sie natürlich immer noch sehr, sehr gut spielen. Dann kommen wir zu einer Klasse, die jetzt ein bisschen anders ist, denn es geht um die Cut-AMR tatsächlich und die WSP-9. WSP-9 ist eher so eine Standardwaffe, die auch wirklich okay ist, sehr solide ist, sehr stark ist. Aber diese Cut-AMR-9-Klasse ist so ein bisschen bodenlos broken. Nicht die klassische Meta-Waffe, aber es ist mit dem Umbau-Kit auch keine klassische Sniper, denn die Waffe schießt... Die schießt Raketen. Es ist wie gesagt keine klassische Sniper, es ist eher so eine Spaßklasse, die aber auch bodenlos stark sein kann. Denn wenn ihr so ein bisschen prediktet, wo Gegner hinlaufen oder die direkt trefft, könnt ihr sie quasi immer one-shotten, wenn ihr sie wirklich genau trefft damit. Denn das Jack Salvo-Umbau-Kit, welches wir hier sehen, sorgt dafür, dass wie gesagt die Cut-AMR von der Sniper zum gefühlten Raketenwerfer wird. Und das ist natürlich auch sehr bodenlos, deswegen kann es mal zur Abwechslung wirklich sehr, sehr lustig sein, damit zu spielen. Ich habe das Ganze gespielt mit dem FSS Ole Laser SPX 80 visiert. Dazu das taktische Schaftpolster und der schnelle Fennel-Bolzen, nochmal ein bisschen fürs Nachladen, für die Geschwindigkeit dabei und das Chuck Salvo im Bucket. Das, wie gesagt, ist die Cut-AMR. Ist jetzt nicht die klassische Meta, aber ich wollte diese Waffe auf jeden Fall hier mit in dieses Video nehmen, da es auch sehr, sehr lustig sein kann. Speziell, wenn man jetzt vielleicht Trios spielt und drei Leute diese Waffe spielen und auf Gegner schießen, kann das schon sehr bodenlos sein. Deswegen testet sehr gerne mal aus. Dazu natürlich eine Waffe, die ich wirklich mal empfehlen kann, wenn ihr so ein bisschen Abwechslung sucht, denn die WSP-9 nach wie vor ist immer noch eine sehr unterschätzte, aber gleichzeitig auch sehr starke Waffe, muss ich sagen. Sehr, sehr gutes Movement, irgendwie gefühlt auch sehr wenig Rückstoß, man kommt damit wirklich sehr leicht klar, muss ich sagen. Mit der Quartiersmeistermündung, Jack Slash unterlaufen, nochmal ein bisschen für Sprintgeschwindigkeit, 50 Schuss Magazin, Niedermodellvisier, klassisches Rotpunktvisier und der Aufsatz kein Schaft. Dann dazu eine Waffenkombination, die natürlich auch sehr stark ist, Castoff LSW, das neue LMG, ja, welches wirklich auch sehr wenig Rückschuss hat und die Striker. Das Castoff LMG, unfassbar hohe Feuerrate, wirklich auch gefühlt kein Rückstoß. Nicht die stärkste Waffe, muss man sagen. Das ist die Longrange-Variante, die ich empfehlen kann. Quartiersmeistermündung, schwerer Brünn-Unterstützungsgriff. Dann dazu der schwere letzte Lauf für die maximale Präzision. Chuck Lessos ist hier und der Spetsnaz S15 schafft. Nochmal ein bisschen für Rückstoßkontrolle. Ja, nicht das klassische LMG, aber sehr stark. Dann natürlich die Striker nach wie vor auch immer noch eine der Top-SMGs. Mit der Quartiersmeistermündung Striker Stubby-Lauf, mit dem seilumwickelter Untergriff, 48 Schuss Magazin und Niedermodellvisier. Ist eine Klasse, die ich wirklich immer nur empfehlen kann. Ich weiß, die meisten spielen natürlich die Static, aber Striker in vielen Situationen auch teilweise besser. Speziell was diese Time to Kill über 10 Meter angeht, ist das hier mit einer der besten SMGs. Und deswegen, ja, kann ich sie auch nur so empfehlen. Und dann kommen wir wahrscheinlich zum besten Loadout, den es aktuell in Warzone gibt, denn es geht um die D-Tier 3006, das neue Kampfgewehr und die Static KV. Ja, eine Waffe, die unfassbar stark ist und Call of Duty hat irgendwie den Rückschuss vergessen, habe ich das Gefühl, denn ihr könnt damit wirklich problemlos auf Gegner schießen, ohne dass sie irgendwie ansatzweise verzieht. Teilweise ist es sogar ein bisschen weird, weil die Waffe halt keinen wirklich visuellen Rückschuss hat und das ist teilweise ein bisschen weird, weil man will gefühlt einfach dagegen halten und es funktioniert nicht und deswegen verzieht man teilweise. Mit der Quartiersmeistermündung, dazu den Extend 10 Lauf, der sorgt für Bullet Loss in die Reichweite. Wenn ihr sagen wollt, okay, ihr wollt wirklich gar keine Rückschusskontrolle, spielt den 60er Lauf, dann habt ihr wirklich nichts an der Waffe, was Rückschuss angeht, aber seid natürlich deutlich langsamer. Chuck Lessos ist hier auch ganz wichtig, der Rifleman 200er schafft und das 40 Schuss Magazin. Das, wie gesagt, ist das neue D-Tier 3006 Kampfgewehr, kann ich wirklich nur empfehlen, denn diese Waffe ist ein Monster. Bestes Sturmgewehr würde ich auf jeden Fall sagen, aktuell, was man spielen kann. Dazu natürlich die Static KV, ist auch wie nach dem Update eigentlich dieselbe Klasse. Quartiersmeistermündung, dazu der leichte Augelauf für Movement. Niedermodellvisier finde ich persönlich am cleansten. Der leichte Spree schafft nochmal ein bisschen für Sprintgeschwindigkeit, Movement und der Jack Slash Unterlauf. In meinen Augen hier somit das Beste, was man spielen kann. Ihr könnt natürlich auch zum Beispiel den mit Seil umwickelten Unterlauf spielen, der ist auch ganz gut. Durch das Movement, durch die Sprintgeschwindigkeit, dadurch, dass jetzt quasi nichts wirklich gepatcht wurde, was die Waffe angeht, auch nach wie vor hier so mit das, was ich spielen würde. Deswegen ist das so meine Metaklasse D-Tier und Static KV. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen damit weiterhelfen. Falls ja, lasst natürlich gerne ein Abo da, checkt natürlich auch Twitch ab und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, ciao, bis zum nächsten Mal. Peace.